der Weg ist das Ziel. Und ja, es gibt einen schönen afrikanischen Spruch, den habe ich neulich erst wieder gelesen. Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Wir hatten einen ziemlich genialen Sportlehrer, der jedes Jahr im Frühjahr eine Liste an die schwarze Tafel gehängt hat, wo man sich für einen Rennsteiglauf eintragen konnte. Und da bin ich 1981 mit 17 meinen ersten Rennsteig-Marathon gelaufen. Und das blieb dann während der Pennezeit so. Also da wurden eigentlich die Grundlagen gelegt und dann bin ich einfach dabei geblieben. Und dann irgendwann wurden die Strecken natürlich auch ein bisschen länger als nur Marathon. 490 vor Christi soll der Pheidippides von Athen nach Sparta gelaufen sein, um die Spartaner um militärische Hilfe zu bieten. Und der soll an einem Tag bei Sonnenaufgang gestartet sein und bei Sonnenuntergang des nächsten Tages, also nach 36 Stunden, in Sparta angekommen sein. Das hat 1982 ein Engländer versucht nachzumachen auf der historischen Strecke und 1983 gab es dann den ersten Spartathlon. Von Athen nach Sparta 246 Kilometer. Nonstop in 36 Stunden Zeitlimit. Beim Spartathlon ist es 160 Kilometer Genusslaufen, dann kommen 60 Kilometer Quälen und dann kommen 20 Kilometer ganz doll Quälen und dann kommen 5 Kilometer Emotionen, die letzten 5 Kilometer. Der Wettkampf als solches hat eigentlich weniger Bedeutung für mich. Also es ist die Strecke, die zählt und es sind auch die Menschen, die da mitmachen. Also die Ultralauffamilie, man kennt sich eigentlich. Es ist nicht überschaubar die Zahl, aber es sind immer dieselben Kandidaten, die man bei den Wettbewerben dort sieht. Eine spezielle Ernährung habe ich nicht und auch in der Vorbereitung nicht. Also man weiß, gerade bei den Langläufen weiß man, was man gut verträgt. Das ist ja eine Sache, dass man, wenn man 20 Stunden unterwegs war, dass der Magen danach imstande ist, was aufzunehmen und das auch zu verarbeiten. Also da weiß man, hat man so seine Spezialgemixe, die man sich macht, wo dann auch die Kalorien herkommen, die man braucht während so einer Veranstaltung, während so einem Lauf. Aber ansonsten ernähre ich mich ganz normal. Irgendwann will ich den Spartathlon nochmal machen. Den möchte ich nochmal machen, weil das so wirklich die Krone, glaube ich, des Ultralaufens ist. Und ansonsten suche ich mir schöne Läufe aus, die ja, in toller Natur sind.